InsatTV. Land und Leute sind unsere Stars. Die chinesische Xi'an Aircraft Industry hat den oberösterreichischen Leitbetrieb FACC übernommen. Der neue Eigentümer will das Grundkapital verdoppeln und hat eine Standortgarantie abgegeben. Ich habe vergangenes Wochenende von dieser Übernahme erfahren und glaube einfach, dass mit dieser Entwicklung auch eine künftige Betriebsweiterentwicklung ermöglicht wird in einer Form, bei der Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze gesichert werden können, neue hinzukommen und damit dieses Unternehmen, das es wirklich ein Leitbetrieb für Oberösterreich zu bezeichnen ist, in all seinen Forschungs- und Entwicklungsabteilungen auch wiederum eine Zukunft vorfindet. Laut FACC-Führung würde der neue Eigentümer die Entwicklungsabteilung ausbauen sowie den Einstieg in den Zukunftsmarkt Russland und China erleichtern. Dann gibt es noch das Thema mit den Exportlizenzen. Das heißt, auch unsere Kunden verlangen von uns, dass wir Verträge unterschreiben, dass diese Produkte, die auch FACC hier entwickelt, in Oberösterreich gebaut wird. Wie zum Beispiel bei Boeing ist das ein sehr heikles Thema. Die Amerikaner lassen es nicht zu, dass solche Produkte irgendwo ins Ausland verlagert werden. Der chinesische Markt ist der Zukunftsmarkt für die Luftfahrtindustrie überhaupt. Wir sind aber auch in den anderen beiden Zukunftsmärkten präsent. Wir haben ja vor kurzem die Kooperation mit der Firma Mubadala abgeschlossen, also im Nahen Osten. Und wir sind in Verhandlungen mit der russischen Luftfahrtindustrie, für die wir einen Prototypen bauen. Das heißt, in der Zukunft können wir alle drei Märkte bedienen. Die Angestellten und Arbeiter sind bezüglich Zukunft der FACC guter Dinge. Wir haben sehr viel im Vorfeld Aufklärung betrieben. Wir haben viele Gespräche geführt und durch das ist auch von den Mitarbeitern sehr positiv aufgenommen worden. Das Wichtigste ist halt einfach eine Arbeitsplatzgarantie. Ich finde es von meiner Seite her sehr positiv, dass jetzt ein großer Anteil verkauft worden ist. Es sind jetzt wieder mehr Zukunftschancen da für uns. Ich selber finde, dass das eigentlich ganz trotzdem ein sicherer Arbeitsplatz bleibt. Ich sehe das ganz optimistisch. Zurzeit werden in der FACC Komponenten für das Langstreckenflugzeug A350 der Marke Airbus produziert. Ab 2013 kann die A350 im Flugverkehr eingesetzt werden.